So, guten Morgen und willkommen hier zu unseren Trading Talks. Anwendungen von Fibonacci oder von dem Fibonacci-Werkzeug. Die Anwendung von dem Fibonacci-Werkzeug jetzt hier als Thema. Das Werkzeug eignet sich nämlich für einige interessante Möglichkeiten hier. Zum einen, um Widerstände und Unterstützungen herauszufinden, herauszufischen, könnte man auch sagen. Und zum anderen logischerweise dem Befinden von Zielbereichen in den Märkten. Gerade aktuell sind wir, und da will ich das Seminar hier ein Stück weit mehr praxisbezogen, wie so meist ja machen, denn logischerweise können wir uns die graue Literatur stundenlang, tagelang anschauen, durchlesen und bearbeiten. Aber der Praxisbezug ist ja schlussendlich derjenige, der dann hier die Möglichkeit von den Erfahrungen logischerweise von uns oder von mir in dem Fall hier widerspiegelt und dann die Möglichkeit natürlich mit sich bringt, ja, Antworten hier auf die Fragen zu finden. Also in dem Fall hier drei Teilbereiche, wie eigentlich meistens bei mir in dem Webinar hier. Den Trading Talks, Anwendung der Fibonacci-Erweiterungen. Zunächst an, erst einmal, wie benutzen wir das Werkzeug als erstes? Dann logischerweise, wie finden wir Widerstände und Unterstützungen? Und wie können wir mit dem Werkzeug Zielbereiche im Handel definieren? Definitiv logischerweise immer das Gleiche hier für Sie. Sollten Sie Fragen haben, direkt melden, ganz klar, unterbrechen Sie mich gerne und ich versuche dann logischerweise, sofern möglich, hier alle Teilbereiche entsprechend abzudecken. Also gehen wir in unseren MetaTrader. Der sieht bei mir so aus, vielleicht ein Stück weit diffus hier auf der einen Seite, auf der anderen Seite bemühe ich mich logischerweise hier die Themen allesamt erst einmal ganz einfach abzudecken. Und in dem Fall einfach heißt für mich, mein Chart befindet sich eigentlich meistens nur hier mit ganz einfacher Übersicht. Keine großartigen Indikatoren, die wir uns hier nutzbar machen wollen, sondern relativ simpel einfach nur der Chart als solches. Ein paar Unterstützungs- und Widerstandslinien hereingezeichnet und ein Stück weit hier gewohnt der relative Stärkeindikator. Und ganz klar auch in der jüngeren Vergangenheit habe ich angefangen, hier verstärkt mit dem Fibonacci-Werkzeug zu arbeiten. Bei mir in englischer Sprache, für Sie auf Deutsch sieht es sehr ähnlich aus. Sie sollten sich hier in der Ansicht, das muss ich kurz überlegen, View heißt es bei mir, in der Ansicht finden Sie die verschiedenen Ansichten, die verschiedenen Werkzeugzonen. Und dann haben wir natürlich hier die Möglichkeit mit unseren, so muss ich gerade überlegen, Charts, nicht mit Charts, muss ich gerade selber kurz Statusbar hier, nicht gerade selber ein Stück weit schwimmend, Toolbars. Standard, nein, welches Werkzeug ist das denn hier? Ah, genau, die linearen Zonen, so, Standard, genau, das können Sie sich einblenden mit den Linienzonen, genau, das ist hier das eine von den vier, der eine von den vier Werkzeugbereichen. Line Studies, sagen Sie es mir, helfen Sie mir, wie es auf Deutsch entsprechend heißt hier, also Ansicht, Werkzeuge oder Werkzeugebenen und dann können Sie sich hier, sofern Sie es nicht haben, dieses auch einblenden lassen. Lässt sich auch aus der Zone hier herausziehen. Oh, jetzt spinnt mein Desktop gerade ein bisschen. Egal. Lässt sich hier herausziehen aus dem oberen Bereich und logischerweise auch wiederum hier oben einfügen. Da gibt es noch verschiedene Kanäle, die man sich anzeigen lassen kann. Aber als solches erst einmal das Wichtigste eigentlich hier, das Fibonacci-Retracement-Werkzeug, wie es so schön heißt, was logischerweise natürlich hier mit einfacher Möglichkeit direkt aufwartet. Jetzt haben wir hier einen Pfundepreis. Zum Beispiel sind im Tageschart und könnten sagen, okay, wir haben ja hier den Pfundepreis stark fallen sehen und wir könnten hier ein Fibonacci-Werkzeug anlegen. In dem Fall ziehen wir es einfach von dem oberen Punkt bis nach unten und lassen es los. Ganz einfach also gemacht. Ich lösche es hier noch einmal wieder raus. Ganz einfach, einfach hier linke Maustaste gedrückt halten auf dem oberen Punkt, dann die Maus festhalten, nach unten ziehen und loslassen. Kann man natürlich hier die Breite ein Stück weit sehen. Wenn wir das vertikal haben, sehen wir hier diese Zonen relativ kurz. Sehen wir das, ziehen wir es einfach, klicken es wieder an. Können wir es natürlich auch ein Stück weit hier verschieben, um gewisse Zielkursbereiche bzw. Kursbereiche uns anschauen zu können. Das Ganze sieht hier ziemlich einfach natürlich aus und ist auch an sich so einfach, wie sich hier darstellt. Die Idee, und das kommt jetzt natürlich jetzt schon gleich dann zum nächsten Punkt hier, die methodische An und da gibt es kein richtig und kein falsch Anwendung hier für mich. Ich markiere das Werkzeug im Chart immer so, dass ich dort einen Eröffnungs
respektive einen Schlusskurs nehme. Ist aber auch nicht falsch, ebenso die Extremkurse zu nehmen. Hier hieße natürlich auf der unteren und oberen Seite, würde man dort ein Stück weit tiefer liegen können. Das Werkzeug ist manchmal ein Stück weit, oder nicht manchmal, das Werkzeug agierte ein Stück weit magnetisch. Das heißt, manches Mal merkt man, dass man hier auf einer Zone ist und dann der Werkzeugbereich sich dann noch magnetisch der nächsten Zone annähert. Muss man sich dran gewöhnen, aber wie gesagt, hier Grundtendenz, hier gibt es kein richtig und kein falsch, um entsprechend die Märkte logischerweise hier nutzen zu können. So, Matthias Hauser fragt gleich, Fibo nicht von extrem zu extrem? Ah, genau, okay, perfekt, genau, also die einen machen so, die anderen so, ich nutze es entsprechend an den Eröffnungs- und Schlusskursen. Warum? Mein Vergleich immer wiederum, in Singapur ein Stück weit praktisch vielleicht bezogen, wenn ich zum Geldwechsler, zum Money Changer dort gehe, am Samstag oder am Sonntag habe ich einen Schluss- oder Eröffnungskurs, tendenziell natürlich einen Schlusskurs vom Freitagshandel, sprich der Money Changer hier, gehen wir mal von dieser Handelskerze aus, gibt mir dann logischerweise, der gibt mir dann am Freitag hier, wenn ich dem Pfunde gebe, gibt er mir einen US-Dollar Gegenwert von hier unten 1,1623. Also er wird mir diesen Preis, den wir auf der rechten vertikalen Skala sehen, geben. Er wird mir einen Preis von 1,1632 in etwa dort als Gegenwert geben. Er wird mir nicht den obersten Wert geben. Hier 1,1918. Gerne würde mir natürlich auch weniger geben. Hier 1,1430 vielleicht dort als Schlusskurs, als Eröffnungskurs. Dann würde ich allerdings mit Sicherheit hier zum nächsten Geldwechsler gehen, weil es natürlich viel weniger ist als erwartet. Heißt, ich nutze gerne die Schlusskurse hier oder Eröffnungskurse, denn entsprechend diese haben mir eine Aussagekraft für eine weitere Entwicklung, wenn wir zum Beispiel mal Kurslücken respektive Kurswochentage hier oder Feiertage, Wochenendtage entsprechend uns anschauen. Also das entsprechend hier als Antwort von meiner Seite dafür, aber wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Lieber Matthias Hauser, von daher wichtige Frage hier, es gibt kein richtig und kein falsch, meistens führen alle oder die meisten Wege ja bekanntermaßen hier nach Rom. So, dann erklärt uns dieses Werkzeug eigentlich simpelst nur, in welchem Handelsbereich wir uns gerade oder auf welcher Handelsebene wir uns befinden im Hinblick auf diese vorangegangene Bewegung. Und zwar geht es hier ganz einfach um den prozentualen Wert, das heißt 100% hier respektive 0%, wenn wir von dem fallenden Preisbereich hier ausgehen. Da gehen wir von einem Punkt, Kurspunkt 0 aus. Oh, jetzt muss ich hier gleich mal wieder das Fenster schließen, wird hier noch ein Stück lang wieder Rasen gemäht. Fängt mal mit dem Webinar an und dann legen hier die Arbeitskräfte wiederum weiter fort. Augenblick bitte kurz. Alright, so going on. Auf Englisch hier schon wieder. Einmal kurz in den Garten gehüpft und dann lege ich auf Englisch los. Also, wie gesagt, wenn wir uns hier ausgehend von dem Null-Extremwert dann bewegen, geht es hier eigentlich eher um die prozentuale Marktbewegung hier, also ausgehend von dem Nullpunkt hier, haben wir dann hier unten und wie Matthias sagte, entweder dort oder entsprechend zu dem Punkt hier einen Schlusskurs, hier einen Schlusswert dort und dieser Schlusswertsorte signalisiert natürlich dann hier, und dass die Preisbewegung zwischendrin einfach nur hier bisweilen dann die 50% Bewegungen umfasst. Also schlussendlich ganz einfach simple prozentuale Prozentrechnung, die wir hier nutzen. Ausgehend von 0 haben wir hier 50% der Abwärtsbewegung und hier hatten wir dann natürlich 100%. Respektive andersrum, wenn wir von der unteren Bewegung hier, können den ganzen, das Werkzeug mache ich gleich umdrehen, können wir auch ausgehend von der Nullbewegung hier nach oben, sind wir hier bei 23%, ausgehend von der gesamten Bewegung, dann hier bei dem 38%igen Retracement und das Ganze hier dann bis zur 50%igen Retracement-Bewegung. So, daran sehen wir eigentlich nur, und das Ganze ein Stückchen weit abgeleitet aus der Natur, unter anderem von der Vervielfältigungsrate, Pflanzenwachstum und so weiter, was sich interessanterweise aber auch in den Aktien oder Finanzmärkten allgemein nutzbar machen lässt, um damit natürlich Preisbewegungen in die Zukunft oder aus der Vergangenheit logischerweise in die Zukunft hier nutzen zu können. Soll heißen ganz klar hier, wenn ein Markt sich hier, und das jetzt schon der nächste Punkt hier, wichtige Widerstände und Unterstützungen erkennen, wenn der Markt sich von einer ausgehenden Widerstandsbewegung hier oben nach unten hin bewegt, geht man tendenziell davon aus, dass auf dem Weg dann wiederum nach oben, das heißt, wir sind hier zum Beispiel in einem fallenden Marktbereich, der Markt fällt nach unten, läuft dann wiederum leicht auf der oberen Seite hoch, geht man tendenziell davon aus, dass sich der Markt, wenn er sich weiterhin unterhalb
oder zwischen dem 38 und 50-prozentigen Retracement bewegt. Also wenn der Markt hier in der fallenden Preisbewegung quasi nicht weiter nach oben sich aufwärts bewegte, oberhalb des 50-prozentigen Retracements, also oberhalb der 50-prozentigen Marktbewegung quasi bewegt, geht man davon aus, dass der in dem Fall der Bärenmarkt weiterhin aktiv ist und im Bullenmarkt natürlich entsprechend genau umgekehrt. Interessanterweise, und das sehen wir gleich, wenn wir uns auf die Aktienmärkte oder mit den Aktienmärkten quasi austauschen oder hier auseinandersetzen, sehen wir genau das. Auf der anderen Seite hier einmal umgedreht heißt das, und ich zeige Ihnen gleich, warum das auch wichtig hier sein kann. 0% ausgehen nach unten, haben wir hier 23% der Abwärtsbewegung. Wenn wir die gesamte Bewegung sehen und dahin zielt dieses Werkzeug hier, dann haben wir hier 38 und dann 50% Retracement. Also in dem Fall, so rum gesehen, könnte man sagen, okay, wenn der Markt in Richtung Druck auf der unteren Seite ausgehend sich hier nach oben wiederum bewegt, sehen wir hier, wäre natürlich wiederum auch genau die Hälfte der Marktbewegung quasi realisiert. Und die Hälfte der Marktbewegung, wie gesagt, signalisiert natürlich uns dann hier auf der Short-Seite durchaus das ein oder andere Quäntchen, was sich hier nutzbar machen lässt. So, gehen wir weiter auf der Unterstützung- und Widerstandsebene. Und das passt natürlich hier gerade wie Faust aufs Auge im S&P 500 beispielsweise. Wenn wir uns hier den Markt in den Vereinigten Staaten anschauen, noch einmal hier den Chart komplett neu angeguckt, so sehen wir hier ja, dass wir vielleicht mal auf Wochenebene, dass wir hier langfristig historisch gesehen feststellen können, dass sich der Markt natürlich klar in einer Aufwärtsbewegung befindet. Wenn wir uns hier ein 50er Moving Average einzeichnen, würden wir es sehen. 50er Moving Average, also einen gleitenden Durchschnitt. Stellen wir zum Beispiel auch fest hier, wie einige befreundete Händler von mir aus dem englischsprachigen Raum sagen, the 50 is money, also der 50er ist das, wo man das Geld verdient. Unterstützung, oh, Markt läuft nach oben, immer wieder hier bullisch hochgelaufen, und Unterstützung getestet, immer wieder hochgelaufen, dann wurde diese durchbrochen, der Markt fällt nach unten ab und dann liefen wir lange Zeit ja hier im Markt an dem 50er Moving Average, anderes Thema, aber trotzdem auch hier interessante Marktbewegungen, immer wieder bullisch nach oben gelaufen. Also die letzten 50 Preisbewegungen, sehr viel mehr macht ja dieser gleitende Durchschnitt nicht, die letzten 50 Handelskurse quasi in Bezug auf den aktuellen Handelskurs dann quasi zusammengenommen, der signalisiert uns hier einen gleitenden Durchschnitt und der signalisiert uns ja hier relativ klar einen Trend auf der Aufwärtsseite. Seit 2016 jedenfalls hier sehen wir, dass sich ja der Markt stark auf der oberen Seite bewegt oder bewegt hat. Und genau diese Zone agiert gerade hier durchaus auch als möglicher Widerstandsbereich. Dieser Widerstandsbereich, wie gesagt, hier signalisiert vor zwei Wochen als bärische Pinback-Kerze. Letzte Woche rapide einmal bullisch hochgelaufen, diese Woche gescheitert, wieder abwärts gelaufen. Also der Markt scheint sich hier doch ziemlich stark austauschen zu wollen. Und genau das, was wir auch hier auf Tagesebene sehen. Auf Tagesebene wanken wir genau zwischen Widerstand und Unterstützungszone umher. Das heißt hier eine durchaus starke Zone, die sich hier gerade als chartstechnische Eigenschaft präsentiert. Aber zurück zu unserem Fibonacci sehen wir hier auf Wochenebene jetzt nämlich das Folgende. Und zwar sehen wir hier ausgehend, auch wiederum hier, da macht es zwar einen kleinen Unterschied, aber keinen so allzu starken Unterschied. Matthias, wenn wir uns hier anschauen, ob wir jetzt den Widerstandspunkt oder den Unterstützungspunkt nehmen, hier sehen wir hier natürlich ganz klar, wenn wir es so machen würden wie bei Ihnen, der Fall hier, Nullzone, wären wir leicht oberhalb des 61er Retracements. So nutzen wir es so, wie ich es tue, sind wir auch nicht fernab des Ganzen, weil die Bewegung einfach ziemlich breit natürlich hier ausfällt, macht das hier im Gewicht nicht allzu viel aus. Aber was wir hier feststellen, dass wir genau sagen können, und da waren ja meine ersten Einstiegspunkte, dass ich davon ausgegangen bin oder war, aufgrund dieser Abverkaufsmöglichkeit, dass wir hier an dieser Zone gescheitert waren oder scheitern hätten können mit Druck auf der Short-Seite. Daher habe ich hier die ersten Verkaufstrades ja wiederum aufgesetzt. Danach lief der Markt nochmal stark auf der oberen Seite hier nach oben, aber wir sehen jetzt hier genau, dass wir bei dieser 62-prozentigen Retracement-Bewegung, also mal ausgehend hier, Widerstand wäre ja eigentlich nicht die 100, sondern die 0%-Ebene, 100%-Ebene dann auf der unteren Seite, wenn wir jetzt davon ausgehen, wie weit sich der Markt von der unteren Ebene wiederum stark dann oder nicht stark nach oben bewegt hat, stellen wir ganz klar fest, dass sich der Markt natürlich dort auf der Ebene hier wiederum quasi bis zur 62 oder 61,8-prozentigen Widerstandsbewegung eben nach oben bewegt hat. Eben genau hier diese Zone, wie gesagt, die auf der oberen Ebene natürlich dann, wie gesagt, als Widerstandsebene sich präsentiert. Also
61,8% von der gesamten Fallbewegung haben wir wiederum wettgemacht und dann entsprechend sind wir oben hier quasi gerade im Widerstandsbereich stark aktiv. Können wir auf der anderen Seite sagen, Frankie hat gerade gesagt, zwischen 38 und 51-prozentigen Retracement, wenn wir unterhalb dessen hier fallende Kurse sehen, wären wir in dem initiierten Bärenmarkt wiederum aktiv. Dem kann ich ganz klar natürlich auch hier nicht widersprechen, wäre faktisch auch jetzt nicht unbedingt komplett richtig, aber in dem Fall sehen wir trotzdem auch, und das habe ich ja auch in Kommunikation mit einigen Händlern aus den Vereinigten Staaten dort gerade festgestellt, sie entsprechend ebenso sich genau diese Zone anschauen und vor allen Dingen natürlich, wenn mehrere Zonen übereinstimmend aufeinandertreffen, lässt sich diese Aussagekraft natürlich nochmal verstärkt wahrnehmen und hat natürlich auch die Aussagekraft hier verstärkte Möglichkeiten, die sie uns präsentieren. In dem Fall hier 50er Moving Average, also der gleitende Durchschnitt als Widerstand, das 61er Retracement als Widerstand, die Notenbanken allesamt, die auch sagen, oha, hier könnte mehr passieren. Also wir hätten so einige Möglichkeiten vielleicht, die dafür sprechen könnten, dass die Märkte wiederum ein Stück weit sich nach unten bewegen. Initiiert allerdings, wie gesagt, hier durch das Fibonacci-Werkzeug werden wir hier ganz klare Handelspunkte, wichtig, spannende Handelspunkte gerade sehen können. Und diese deuten logischerweise klar gerade an, dass hier auf der Zone ganz klar etwas passieren könnte. Gleiches auch im Dow Jones. Da hätte natürlich Matthias hier vielleicht ein Stück weit den Vorteil. Da wäre natürlich jetzt unten der Unterstützungspunkt quasi perfekter hier am 61er-Prozent Retracement dran. Allerdings geht es mir jetzt auch nicht darum, hier jetzt die Richtung, die Marktbewegung so stark hier hin und her zu schieben, bis am Ende der Indikator passt. Wichtig nur hier, wir sind zwischen dem 50 und 62er Retracement gerade am Scheitern und drucken auf der Short-Seite hier weiter fallende Preise aus. Und das Gleiche zeigt sich auch entsprechend hier natürlich an der Ebene, dass wir genau hier auch im DAX zum Beispiel sehen. Da sind wir ziemlich perfekt gerade am 50er Retracement scheiternd. Trendlinie haben wir uns heute Morgen im Webinar schon angeschaut. Hier passt natürlich auch genau da hier einher. Nochmal Moving Average, den 50er hier reingezeichnet, sehen wir auch hier, dass wir um und bei diese Zone gerade scheinbar scheitern könnten. Und wenn wir uns das Ganze auf Wochenchart-Ebene anschauen, ja, da sind wir sogar noch weit entfernt davon. Allerdings wäre auch quasi hier das 61er Retracement quasi mit dem 50er in etwa auf gleicher Ebene. Naja, gleichwohl der Vergleich hier ein Stück weit hinkt. Egal, anderes Thema jedenfalls hier. Das heißt aber trotzdem, wie gesagt, hier die Aussagekraft durchaus hier nutzen zu können und damit entsprechend uns dann auch hier zum nächsten Themenbereich quasi, bevor wir weitere Anwendungen hier in dem und mit dem Fibonacci-Werkzeug finden können. Wie definieren wir denn mit diesem Werkzeug Zielbereich? Und da wird es langsam ein Stück weit spannend wiederum, denn auch hier können wir aus der Vergangenheit, von daher gerne mal hier den anderen Chart, den Sie haben wollen, zu durchleuchten. Wir können uns das Ganze anschauen im Goldmarkt zum Beispiel. Und dann wird Ihnen mit Sicherheit auch klar, warum ich das hier so gerne nutze. Im Goldmarkt sehen wir auf Wochenebene beispielsweise verschiedene Preisbewegungen. Jetzt sehen wir einfach mal hier beispielsweise eine Unterstützungszone hier. Die könnten wir so markieren. Wir haben jetzt hier von hier einen Hochpunkt, einen Tiefpunkt. Ein bisschen tiefer vielleicht nochmal hier, malen wir auf dieser Zone. Dann hätten wir hier einen Widerstandspunkt oder sag mal eigentlich ja zwei Widerstandspunkte. Ich würde in dem Fall eher von diesem Zielbereich dann oder von diesem Kursbereich auch ausgehen. Das heißt hier Widerstand hier mehrfach angetestet, Unterstützung hier unten knapp angetestet, lassen wir nochmal gelten, nochmal eine kleine Bewegung und dann hier den Ausbruch auf der Long-Seite. So, und jetzt können wir das Fibonacci-Werkzeug nämlich relativ simpel hier anlegen, indem wir sagen, okay, wie definieren wir Zielbereiche? Denn der FIP sagt uns nicht nur zwischen 0 und 100, in welchem unteren Kursbereich wir uns befinden, sondern er gibt auch noch eine Verlängerung, und zwar diese sogenannten Fibonacci Extensions am Preis, das heißt, das 161-prozentige, die 161-prozentige Verlängerung, für diejenigen kurze Nachhilfe in Prozentrechnung hier, 0 bis 100 und dann 61% ausgehend von diesem Handelsbereich hier, gibt uns dann natürlich hier das 161-prozentige Verhaltensmuster hier quasi dann aus. Was bedeutet, wenn der Markt also aus diesem Widerstandsbereich nach oben hin ausbricht, wohin könnte er dann weiterhin sich bewegen, basierend auf der Abwärtsbewegung? Wenn wir davon ausgehen, dass der Trend hier sich nach oben fortsetzt, dann haben wir hier einen Widerstand gesehen, eine Gegenbewegung in diesem Trend und sagen dann, aufgrund dieser Gegenbewegung ist eine Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, nicht, dass sie eintritt. Das sagt hier keine, gibt hier keinen Einfluss oder keine Idee, in welche Handelsrichtung sich der Markt bewegen könnte. Aber es gibt uns ganz klar natürlich hier
eine mögliche Handelsidee vor, wie weit sich der Markt dort nach oben bewegen könnte. Und da haben wir dann ganz klar hier mehrere Zielbereiche. Und der erste, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen hier long. Das kann ich, glaube ich, auch hier nutzen. Ne? Da, viel einfacher. Siehst du, ich gehe hier immer über diesen Umweg hier. Einfach dort klicken, Pfeil nach oben. Wir kaufen hier. Wo ist unser nächstes Kursziel? 161% Fibonacci Retracement, basierend aus dieser Umkehrbewegung hier. Dann haben wir dort die erste Kurszone, also Ausbruch hier wäre um und bei. Ich möchte jetzt nicht den Trade genau hier beleuchten, aber sagen wir bei einer 13,50 hier rechts sichtbar. Bei einer 13,50 gehen wir long in den Markt. Hier oben bei einem 161er, 14,43 nehmen wir den ersten Zielkurs, Stop-Loss, ja, whatever. Also wenn wir hier reingehen, kann man den Stop-Loss vielleicht hier unten hinsetzen. Das heißt, die Zone müsste ich als blau markieren. Praktische Anwendung. Die Zone hier nehmen wir raus, damit wir hier nicht allzu viele Zonen haben. Oh, jetzt war ich zu schnell. 13,50. Stop-Loss. Stop-Loss wäre hier in etwa unter der Zone. Neudeutsch Red. Und dann Green. Hätten wir dann hier oben. Und dann hätten wir jetzt die zweite Zone. Und da nehme ich das Werkzeug ein Stück weit, nutze es etwas anders. Da sage ich, klar, wäre jetzt hier rückblickend die Märkte zu analysieren, ist ja immer ein bisschen einfacher, als in die Zukunft zu analysieren. Trotzdem nutze ich nicht das 261er Retracement, was logischerweise auch hier erreicht worden wäre, sondern ich gehe immer ein Stück weit auf die sichere Variante, hat aber auch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zu tun und suche mir einen Zielbereich zwischen dem 261er und dem 161er raus. Das wäre in der Mitte perfekt gesehen natürlich dieser Preis. Schau da in die Vergangenheit, wo sich Widerstandszonen dort anbieten. Und diese Widerstandszone, die wir hier beispielsweise gerade sehen, wie gesagt, hier, das wäre 15,24, wäre dann diesejenige, okay. Und da hätte ich jetzt gesagt, so, bis dahin, da war ein Widerstand, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Das hier auch nochmal, diese Zone scheint wichtig zu sein. Das wäre jetzt dann unser Preisbereich, den wir hier nutzen würden. Das wäre jetzt eher in Richtung 261er Retracement, wie gesagt. Aber es geht mir darum, einen in etwa gearteten Mittelwert hier zu finden, der vorher, und das war ja hier der Fall, schon einmal erreicht worden wäre. Hieße der Trade hier, Ausbruch dort, Stop-Loss, schauen Sie auf die mittlere Zahl, etwa 100 Pips. Dann hätten wir hier 80 Pips bis zum ersten Take-Profit, also weniger als ein Risiko zu einem Gewinn, aber der nächste Punkt wäre dann hier schon das Doppelte. Also hier 100 Pips Stop-Loss, 200 Pips Take-Profit. Da hat sich also der Trade dann oder hätte sich der Trade hier ziemlich rentiert. Insofern können wir natürlich alle möglichen weiteren Bewegungen hier auch dann für unser Fibonacci-Werkzeug nutzen. Wir können jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, malen wir doch mal, hier haben wir einen Widerstandsbereich, dann eine Unterstützungszone. Bis wohin wäre dann jetzt hier der Widerstandsbereich für unseren nächsten Take-Profit, wenn wir von dieser aktuellen Marktbewegung ausgehen? Jetzt muss ich gerade schauen. Hier ist der Ausbruch und der fand ja quasi hier statt als Fake-Ausbruch. Insofern hier Ausbruch, blaue Zone, Stop-Loss könnte man hier unterhalb dieses Marktbereichs festlegen. Hätten wir ein Rot. Also Widerstand hier, Widerstand dort, langsam der Ausbruch vorbereitet, scheint hier durchaus zu laufen. Und dann hätten wir hier das 161er Retracement auf der Ebene. Das wäre ganz klar die Green-Zone. Und dann hätten wir einen mittleren Kursbereich zwischen dem 261er und dem 161er. So, jetzt lusche ich wieder auf der linken Seite. Welchen Kursbereich haben wir dort bereits erreicht? Und da komme ich natürlich ganz klar hier auf den Hochpunkt. Und diesen Hochpunkt, ich kann mal gucken, dass ich hier nicht alles verbaue. Diesen Hochpunkt, genau. Da sehen wir es, 161, 261, etwa die Mitte hier, 18,78. Das wäre genau der Punkt, den wir hier sehen, vormaliger Widerstandsbereich. Und der wird mir dann entsprechend durch das Fibonacci-Werkzeug. Ist ein bisschen schummeln, kann man so sagen. Wie gesagt, für mich hat sich das in die Vergangenheit schauend, hat sich das durchaus rentiert, wichtige Preiszonen dort nutzen zu wollen. Und da hätten wir dann entsprechend nämlich genau diese vereinbarten Kursziele. Heißt für uns Einstiegspunkt hier auf der Long-Seite, Einstiegspunkt auf der Long-Seite. Ich bin ein bisschen später hier in den Markt reingegangen. Erster Widerstandspunkt wäre der zu erwartende
Ein zweiter Widerstandspunkt wäre hier die 1880, knapp 1878er Zone, die wie gesagt hier erreicht werden könnte. Denn diese wurde bereits in der Vergangenheit bereits hier angetestet und heißt dann für uns durchaus als willkommenes Kursziel auch eine Möglichkeit, die im Übrigen, wenn wir uns das Ganze im Chart angucken, ja auch nicht ewig weit weg liegt. Also wenn wir uns hier die Bewegung angucken, klar, der Markt läuft gerade steil nach oben. Schauen wir, was passiert. Aktienmärkte, fallen die weiter? Vielleicht legen die Aktienmärkte im Hinblick auf das nächste Jahr an der Zahl 2 Jahre wiederum zu, wäre ich durchaus dabei, aber auch eine gewisse fundamentale Unsicherheit bei den Anlegern könnte dafür sprechen, vielleicht Vertrauensverluste auch weiterhin in das Papiergeld, dass durchaus hier die Edelmetallpreise nicht explodieren, aber weiter zulegen und das dürfte dann vielleicht auch hier auf der Long-Seite mit und für weiteres Potenzial dort sorgen. So, auf der Seite, wie gesagt, hier hätten wir Positives, was wir sehen könnten und was wir, wie gesagt, sehen könnten auf der Long-Seite im Goldpreis einer weiteren Preisbewegung. Was haben wir noch? Wir hatten die letzten Preise hier, zum Beispiel Trading-Möglichkeiten auch im Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Hier sehen wir gerade seitwärts bewegen, der Markt fällt wieder ein Stückchen ab. Hier würde ich beides sehen. Und zwar heute, und da kommen auch gleich noch für Sie als VIP-Kunden, Trading Alerts, Long oder Short. Beide Seiten machen aktuell durchaus Sinn. Und hier hätten wir ebenso natürlich ein Fibonacci-Werkzeug, was wir nutzen könnten. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich hier nicht meine Kauforders verschiebe. Ausgehend zum Beispiel hier von der Widerstandsbewegung können wir hier nochmal die letzte Bewegung nach unten dann analysieren. Wie gesagt, ich sagte eben gerade schon, das Werkzeug agierte stark magnetisch. Das haben wir hier gerade gesehen. Widerstandspunkt hier, da nehme ich einfach mal diese Swings hier, also oben, unten, oben, tiefer, oben, unten. Achtung, oben, Widerstand. Der dürfte auch natürlich als bald hier als Widerstand dann im Markt agieren. Und dann gehen wir einfach nur von diesem Widerstandspunkt bis in diese Unterstützungsebene nach unten, wo also der Tiefstkurs hier gefunden werden konnte und sagen dann natürlich ausgehend von einem Einstiegspreis hier oder einem Nullwert dort, so ausgehend von der Zone hätten wir das 161er Retracement dort auf der oberen Seite und hätten dann das 261er Retracement im Übrigen. Was mir als Kurs in dem Fall hier auch prima gefallen würde, denn das ist auch ein Extremwert hier auf der linken Seite, finden wir noch einen Widerstandspunkt zwischendrin, würde ich vielleicht in dem Fall eher hier bis auf die 1,43er, also ein bisschen tiefere Zone gehen, denn hier hatten wir sehr markante Preisbewegungen in der Vergangenheit. Und das heißt natürlich, dass diese Preisbewegungen in der Vergangenheit hier auch ganz klar vielleicht als bald uns als Unterstützungszone bzw. als Take-Profit-Zone helfen könnte. Also das wäre zum Beispiel so aus dem Fibonacci-Werkzeug abgeleitet, fernab von einfach nur hier diesen Trendlinien, Einstieg, Ausstiegspunkten, aber einfach hier basierend aus der Abwärtsbewegung auf der Short-Seite natürlich hier sehen wir die Möglichkeiten auf der Short-Seite hier, dass der Widerstandsbereich nach unten hin angetestet wurde, dann findet der Ausbruch statt, Stop-Loss in etwa vielleicht hier bei einer 1,40, also etwa 100 Pips Stop-Loss, erste Verlängerung hier 130 Pips, 161er und hier könnte man natürlich 3 Take-Profits durchaus auch vereinbaren, 200 Pips Take-Profit auf der Ebene und dann der weite Take-Profit 350 Pips, sollte der Markt noch einmal so explodieren, wie es hier der Fall gewesen war, wären das, wie gesagt, durchaus Varianten, die sein könnten. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Markt wiederum so stark hier nach oben hochläuft, wäre jetzt die fundamentale Analyse des Ganzen. Wenn man aber der Meinung ist, dass man so eine starke Market View auf Englisch hat, dass der Markt sich stark in eine Richtung bewegt, könnten wir davon ausgehen, durchaus, dass hier bis nach oben dort einiges machbar sein könnte. Also wie gesagt, hier die Möglichkeit, dort longseitige Potenzial hier ausloten zu können, wäre durchaus gegeben, dass wir vielleicht einfach mal aus der Ausbruchvariante hier im Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Was haben wir noch an Währungen? Zum Beispiel den Norweger. Da bin ich gerade aus unserem Short Trade rausgelaufen. Auch hier könnte man natürlich sagen, okay, wie hat sich der Markt in der Vergangenheit entwickelt? Da könnte man auch mal und wiederum hier Folgendes nutzen. Und da sind wir natürlich auch radikal falsch gelegen. Haben wir hier einen Widerstandsbereich. Der Markt tendiert leicht nach oben. Dann haben wir hier diese eine Schwingung auf der unteren Seite bis hier unten. Da hätten wir also, wie gesagt, dann ausgehend von der
von dem 100er Retracement hätten wir dann das 161er als ersten Kurs, als erstes Kursziel, da wir in der Vergangenheit so hoch noch nicht gehandelt haben. Irgendwo zwischendrin das zweite, würde ich vielleicht einfach mal hier meinen Wochenindikator nutzen. Und dann ist der Markt ja wirklich so stark explodiert, bis hier auf den oberen Handelsbereich. Wie auch immer, der Markt ist so weit weggelaufen natürlich, dass das Werkzeug hier relativ wenig Sinn macht. Bis auf natürlich auf das 161er, auch hier haben wir einen gewissen Handelswiderstand sehen können. Auf Wochenchart-Ebene hielt der Markt zumindest dort ein Stückchen an. 261er wurde erreicht, ja, und dann das 423er Retracement. Bisweilen agiert sogar ebenso als leichte Zone. Das heißt, man sieht sehr oft, dass diese Zonen man sich zum einen hindenken könnte, wenn man es denn so akzeptieren möchte. Auf der anderen Seite aber, wie gesagt, sind durchaus hier ringsherum um diese Handelszonen mehrfache Preisbewegungen möglich und mehrfache Preisbewegungen natürlich entsprechend auch, die wir hier feststellen können. Zum Beispiel nochmal hier in Richtung S&P 500 können wir auch nochmal weitere Zonen uns anschauen. Da sehen wir zum Beispiel hier, da haben wir ja Widerstand, Unterstützung, Widerstand, Unterstützung, Widerstandszone hier. Die wurde dann ja irgendwann nach oben durchbrochen. Und da können wir jetzt hier entweder diese Gegenbewegung oder diese Gegenbewegung nehmen. Entscheiden wir uns für die erstgenannte, hätten wir auch hier natürlich dann nochmal interessante Zonen. So, jetzt passt es wieder nicht ganz. Da passt es jetzt. Und da sehen wir hier den einen Ausbruch. Dann sehen wir hier das 161er Retracement. Aha, wichtige, markante Kursmarke. Und zwischen dem 261er, was sogar auch hier angetestet wurde, könnte man natürlich irgendwo zwischendrin einen Handelsbereich nehmen, der ebenso angetestet wurde. Das heißt, auch da hätten wir durchaus erreichte Kursextremwerte ausgehend von einem Widerstand hier, der Gegenbewegung nach unten. Und dann je tiefer, so rum kann man es vielleicht ausdrücken, je tiefer die Gegenbewegung erfolgt, desto weiter findet meistens natürlich auch eine Kursexplosion auf der anderen Seite dann statt. Gehen wir mal hier davon aus, nehmen wir mal diese Zone hier, legen wir mal hier den Markt bis dort unten vielleicht hin. So, haben wir hier einen Widerstandspunkt, Unterstützungspunkt, also eine wir gehen natürlich jetzt hier von kleineren Schwingungen hier bis auf diese größeren Gegenbewegungen weiter. Haben wir jetzt hier in etwa eine Gegenbewegung, müssen wir wahrscheinlich irgendwo hier festmachen, genau, wo dann erfolgt in etwa hier der Ausbruch nach oben, 100%. Der Ausbruch läuft dann auch bis zum 161er Retracement. Die weiteren Werte haben wir natürlich in Anbetracht dieser breiten Bewegung nicht erreicht, aber auch hier wäre zumindest das 161er Retracement erreicht worden, basierend aus diesem Kursausbruch, den man entweder hier schon sieht oder definitiv natürlich hier dann feststellen kann, mit einem Stop-Loss natürlich in etwa hier unterhalb des tiefen Bereiches. Wäre kein Handelsgeschäft, was wahrscheinlich wir hier getätigt hätten, aber wäre eines, was jedenfalls basierend auf dem Fibonacci-Retracement hier uns auch durchaus markante Zielbereiche hier definiert. Was sehen wir ansonsten noch? Wir sehen ansonsten natürlich auch auf kleineren Zeitebenen. Wir können uns hier mal einen Euro-Dollar vornehmen, beispielsweise nehmen wir uns mal einen Stundenchart vor. So angucken, ein Stundenchart, was macht so Sinn? Da haben wir jetzt natürlich aktuell hier sehr viel Seitwärtsmotivation. Hier können wir mal sagen, okay, wir sehen hier eine Widerstand-Unterstützungszone, wir sehen hier eine Unterstützungszone. Wenn wir sagen, okay, wir gehen hier davon aus, der Kurs explodiert hier. Das heißt, der Kurs bewegt sich nach oben. Wie gesagt, die Handelsrichtung spielt hier keine Geige. Da war ich jetzt falsch. In etwa hier dürfte ein Tiefpunkt gefunden werden. Das heißt, wenn der Markt hier nach oben hin sich weiter aufwärts bewegt, bis wohin läuft der? 161er Fibonacci Retracement. Aha, wo ist das? Ziemlich genau hier an diesen markanten Kurspunkten. Wurde erreicht, einmal überschossen, danach lief der Markt zurück. Also auch hier hätten wir basierend auf dieser Bewegung eine Aussage durchaus, die wir nutzen könnten. Jetzt könnte man natürlich auch nochmal kleinere Kursbereiche hier quasi identifizieren und sagen, gut, dann legen wir auch nochmal diesen Widerstandspunkt, den wir ja hier mehrfach schon gesehen haben, der eine Wichtigkeit zeigt und zeigen den hier bis nach unten, also hier 0%, hier die 100% und da hätten wir auch hier ebenso auch nochmal 161er und dann logischerweise hier die Aussage zwischen dem 161er und 261er als mittlerer Punkt hier, da würde ich dann auch sagen, okay, hätten wir natürlich dann hier diese Kurszone, hier waren einige Annäherungen im Markt und diese Kurszone dann hätte zu einer wunderbaren Trading-Möglichkeit geführt. Das gibt es mir noch folgen können, aber Stop-Loss etwa unterhalb hier, 70 Pips, Take-Profit 1, etwa 40 Pips, also
etwas mehr als die Hälfte an Take Profit. Zweiter Kursbereich hier wären ebenso 1:1 Gewinn-zu-Verlust-Ratio. Wenn wir nehmen, also einen Trade hier mit 80 Pips gewinnen wir, einen Trade verlieren wir, hätten wir natürlich bei 50% gewonnenen Trades, 50% verlorenen Trades, zumindest schon einmal als Plus-Minus-Null-Händler hier im Markt aktiv, zumindest kein Geld verloren, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, mit einem gezielten Money Management dann auch die Möglichkeit hier damit Kapital aus den Märkten zu ziehen. Also insofern hier schauen Sie sich diese markanten Handelszonen an und versuchen Sie vielleicht daher aus diesen Fibonacci-Bewegungen her Bewegungsmärkte zu erkennen und durchaus Zonen herauszuarbeiten. Und dabei ist der Weg vielleicht zum einen das Ziel, aber mehrere Zonen hier markieren wichtige Widerstände und Unterstützungen, die Sie natürlich dann nutzen können und vor allen Dingen dann aufgrund dieses Werkzeuges dann die Extremwerte, die Sie nutzen können, diese Extremwerte bzw. die Verlängerungen, wie gesagt, die Verlängerungen des Fibonacci-Werkzeuges, die hier Rückschlüsse möglich machen können. Vielleicht nochmal ein Blick auf den Ölmarkt, auch der ist aktuell ja hier interessant zu handeln. Der Ölmarkt hat sich ja hier nun interessant bewegt. Wir haben hier eine Unterstützungszone, die haben wir mehrfach hier getestet, dort. Dann sind wir hier auf der Unterstützungszone ja quasi förmlich weggelaufen. Und zwar haben wir dann hier Unterstützung bis zum Widerstand und danach folgt die stärkere Kursbewegung, auch hier 161%. Dann haben wir hier natürlich nochmal einen mittleren Wert. Da muss ich jetzt richtig weit zurück scrollen. Soweit glaube ich, kann ich gar nicht mehr. Zwischen dem 161 und dem 261er, wo haben wir hier? Und da hätten wir dann hier einen Kursbereich, den wir feststellen. Das heißt also, wie gesagt, hier, das wäre der Handelsbereich. Da sah ich die letzten Annäherungen 2001, 20 Jahre knapp her. Und damit können wir hier natürlich etwas tun und finden dann hier, wenn man denn hier eingestiegen wäre, wenn, 161er Retracement hier, ausgehend aus der Gegenbewegung hier, also Markt läuft bearish, läuft bis nach oben hier an die Zone heran und dann setzen wir das ins Verhältnis hier mit der Verlängerung und dann haben wir dann hier natürlich ausgehend 200 Pips Stop-Loss, 120 Pips knapp, ersten Take-Profit bei etwa 31 und die zweite Marke hier bei 18. Hier sehen wir auch, die wurde nicht ganz im ersten Atemzug hier erreicht, aber nach der Gegenbewegung durchaus hier sogar auf Wochenebene agierte die hier als interessante Unterstützungszone sogar. Also Unterstützung hier, Unterstützung dort, wie gesagt die 18er Marke hier. Also auch dort wären beide Preisbereiche aktiviert worden. Und auf der anderen Seite natürlich könnten wir jetzt auch wiederum einen anderen Rückschluss daraus ziehen. Das wäre die Gegenrichtung. Da könnten wir jetzt so, muss ich gerade mal gucken, bearische Bewegung, genau, nehmen wir die 20er-Zone als Unterstützung, als Widerstandszone hier. 20er-Zone, das ist unser Einstiegspunkt hier, wer bei einer 20 gekauft hat, hätte, wäre, wenn hier bis zum Tiefpunkt hier, da hätten wir natürlich dann das 161er hier bei einer 27. Und zwischen den beiden Extremwerten hier liegt ganz klar diese Zone hier, die ich sehen werde. Und das wären so auch die ersten Kursziele. Im Übrigen, wenn Sie sich erinnern, hier, wir sind ja mit zwei Kontrakten bereits long. Da habe ich mir bereits noch nicht das Fibonacci-Werkzeug hier zunutze gemacht. Aber wir sehen hier zweierlei. Und wir sehen natürlich auch ebenso das 261er Retracement, was quasi sogar ein Stück weit verlängert dann hier vormals Unterstützung. Achtung, durchbrochen, der Markt dreht richtig abwärts hier mit Widerstandspunkten und Kurszielbereichen, die sich hier durchaus definieren lassen würde. Das heißt aber für mich, basierend auf der letzten Bewegung, basierend auf der Unterstützungs-Widerstandsbewegung hier, die nach oben hin verlassen wird, würde ich ganz klar das 161er Retracement als ersten Kursbereich hier sehen, als zweiten Kursbereich dann die 35, wo nebenbei ebenso einer unserer Take Profits liegt und dann ein dritter Bereich hier bei der 45. So, ich hoffe, Sie haben hier ein Stück weit Positives herausziehen können. Ich hoffe, Sie haben hier sich ein Stück weit mit dem Fibonacci-Werkzeug, wie gesagt, vertraut machen können. Zum Ersten, wie wir es benutzen, also anlegen von der 0 bis zur 100er-Zone in die eine Richtung, um die Gegenbewegung festzumachen, in die andere Richtung, um die Extremwerte dort, die Zielbereiche zu finden. Somit haben wir alle drei Handelsbereiche hier abgeschlossen und
sehen natürlich jetzt durchaus die Möglichkeit, vielleicht hier anhand dieses Werkzeugs die ein oder andere Marktbewegungen vielleicht hier analysieren zu können. Danke fürs Zuhören. Fragen sehe ich weiterhin keine, aber die wichtigste Frage kam auch von Matthias Hauser eigentlich schon. Nehmen wir die Extremwerte oder Eröffnungs- oder Schlusskurse? Ich hoffe, die hier beantwortet zu haben, aber ganz klar mit einem klassischen Jein. Beides macht Sinn, Matthias, und wie gesagt, beides lässt sich in den Märkten insofern nutzen. Danke fürs Zuhören, viel Erfolg, weiterhin viel Spaß in den Märkten und erst einmal bis dahin. Alles klar, verstanden? Jo, gar kein Problem. Hier hab ich im Hinterkopf natürlich auch, und von daher danke für die Info in der Richtung werde ich im Kopf behalten. Viel Erfolg, bis dahin, ciao, ciao.